Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech on Mars. Ja, wir haben festgestellt hier, dass wir zu viel Kabel drum angebaut haben. Nicht Kabeltrommeln, sondern Schlauchtrommeln, weil ich dachte, das wäre Kabel, das ist aber offensichtlich doch Schlauch. Was jetzt aber auch nicht unbedingt so schlimm ist. So. Das legen wir hierher. Das andere hierher. Und jetzt müsste eigentlich dieser Tank langsam volllaufen wieder. Tut er. Auch wenn ich schon wieder über die Kabel gelatscht bin. Oder über die Schläuche besser gesagt. Aber der läuft voll. Und das heißt, wir brauchen nicht jedes Mal da hinten hinlaufen. Sondern wir können den hier nehmen. Und von hier holen. Das heißt im Endeffekt auch andersrum, dass wir die Raffinerie wieder mal anschmeißen können. Also ich meine nicht diese hier, sondern die da hinten, um eben Aluminium und Eisen herzustellen. So, jetzt können wir erstmal hier was herstellen, damit das nicht so lange dauert. Da kann man dann direkt mal Aluminium wiederholen. Nein, das ist Eisen, kein Aluminium. Das ist Aluminium. Und wir brauchen Plastik. Das hatten wir in der letzten Folge ja festgestellt, dass wir für das Gewächshaus im Gewächshaus, dass wir da Plastik brauchen. Ja, wir sollten die Raffinerie mal anschmeißen, weil das ist langsam alles ein bisschen wenig. So, die in Betrieb nehmen, mal kurz gucken, ob das weniger wird.
Also da ist noch genug oder ist in der Zwischenzeit genug produziert worden, dass die im Moment läuft. Das passt dann schon. Aluminium wieder hier rein. Und das nächste Teil anbauen. So, noch eins davon und als nächstes brauchen wir dann das. Und für das nächste reicht es wohl noch und dann müssen wir danach dann wieder Eisen holen. So, da kann dann die Ecke dran. Und dann ist Eisen und Silizium alle. Schon mal das Eisen auffüllen. Die Raffinerie läuft noch. Das läuft auch. Dann können wir erstmal das Teil holen und einbauen. Ups. So, und dann kann dann hier am Ende, kommt dann später dieses Pflanzbeet hin, sage ich jetzt mal. Da braucht man dann auch Wasser und ja. Wichtig ist aber erstmal Plastik, damit wir überhaupt eine Atmosphäre herstellen können.
Nee, den lassen wir hier hängen für als Reserve. Denn die läuft ja noch. Und dann können wir die auch mal anschmeißen wieder. Eben damit wir ein bisschen Wasser kriegen. So, das Zelt brauchen wir dann eigentlich auch schon nicht mehr. Ja, doch, zum Schlafen noch. Klar, weil durchs Schlafen regenerieren wir ja auch Gesundheit und so weiter. Also von daher ist es doch noch sinnvoll, das Zelt dann ab und zu mal zu benutzen. Aber an sich können wir ja mittlerweile hier alles. Ja, gut. Die ist fertig. Halber Kanister. Reicht nicht lange, aber reicht erstmal. Können wir erstmal zwei davon herstellen. Die ranbauen, die Ecke, die hinteren fertig machen. Und dann aber nicht vergessen, wir müssen ein von den Fenstern im Grunde dürfen wir nicht als Fenster benutzen, sondern müssen da auch noch mal so eine, ich wollte gerade sagen Klimaanlage, nein, so ein Lebenserhaltungssystem einbauen. Als nächstes kommt dann direkt schon wieder die Ecke. So, ja, die Ecke. Und dann noch mal drei
von den Teilen und dann können wir schon in die Höhe bauen. So. Das reicht dann sogar noch für noch eins und ja, Siliziumoxid fehlt uns dann danach. Also wir kriegen jetzt nicht diese Reihe komplett fertig. Wir müssen wieder Siliziumoxid herstellen. So, die Ecke haben wir auch, also darum sind wir auch. Zwei Stück noch. Ne, drei, ne? Ne, zwei, da ist schon ein. Oder ist das das Eckstück? Das ist die Ecke, also drei Stück brauchen wir noch. Okay. Siliziumoxid. Da brauchen wir jetzt aber nicht so viel, sondern da füllen wir jetzt einfach nur noch den Sauerstoff auf. Das können wir schon mal rausholen hier und anbauen in der Zeit, wo die Raffinerie noch läuft. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Das passt doch. Da ist das ein Timing. Noch herstellen. Okay, das hat also nur für eins gereicht. Dann gehen wir erstmal bei und sorgen dafür, dass mehr hergestellt wird.
fehlt uns dann wahrscheinlich Silizium, ne? Ja. Dann kann der ein bisschen was herstellen. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.